Dresden. Es ist sehr schwül, es tut mir leid, dass ihr Wetter etwas glänze. Wir hatten ja gesagt, wir machen mal ein paar kleinere Interviews mit der Band Mia. Ist jetzt ein wenig ins Schwieder geraten aus verschiedenen Gründen, aber dafür haben wir jetzt endlich ein Video-Interview mal mit der Band. Hallo, zum Guten Tag. Ihr kennt sie wahrscheinlich trotzdem für die Laienfans unter euch, sag ich schnell. Bob, Gunnar, und das ist? Also für die Profis unter euch ist aber völlig klar. Quink the Hink. Quink the Wink. Wink? Tut mir leid. Also, wie läuft die Sommertour? Gut, fein. Also, weil man ist immer so ein bisschen, man wünscht sich noch mehr Sommeranteil an so einer Sommertour. Ansonsten ist es immer ein super schönes Gefühl, an der frischen Luft draußen zu spielen, am liebsten während des Sonnenuntergangs. Es ist was, was du in einem Raum nicht erzeugen kannst, so ein Gefühl. Auch wenn die Sonne von vorne kommt? Wobei, ich sag dir was, die Veranstalter denken mit, die denken absolut so, dass das Publikum das sieht und meistens geht dann hinter der Bühne die Sonne unter. Ist es denn unbedingt schlechtere Laune, wenn es regnet, oder macht das Publikum dann auch mal eine lustige Schlammschlacht? Also sowieso faszinierend, wie Publikum so viel Schlechtwetter ab kann und es ihm eigentlich nicht anzumerken ist. Bin selber, glaube ich, ein bisschen verwöhnter und stehe nur noch so da, dass ich wirklich gar nicht nass werde mit meiner Kapuze umschirmt. Aber die Leute haben da schon Spaß dran. Ich will nicht mehr viel, ich will nur, dass es nicht regnet. Das reicht schon. Sonne ist da fast schon. Es ist einfach nur nicht regnet. Sonne ist Luxus. Ja. Aber die Leute sind wirklich tough. Aber ich meine, bei uns würde es ja auch nicht anders gehen, wenn du dir seit Wochen oder Monaten freust dich auf ein Konzert, kaufst du die Karte dafür, weißt schon, mit welchen Leuten du da hinfährst, freust dich da schon drauf. Dann ist es eigentlich am Ende auch egal, bitte, wie das Wetter ist, weil davon darf man sich die Laune nicht versauen lassen. In Zeiten der globalen Klimaerwärmung muss man sich wieder nach dem Spruch der Eltern richten, es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur unangemessene Kleidung. Deswegen wird sich schon vorbereitet, ne, aufs Schlimmste. Ihr hattet 2003 auch mal ein Festival mit Donner und Blitzen im Hintergrund, nicht wahr? Ja, in Darmstadt. Oft erzählt, auch oft kopiert, nie erreicht. Wirklich ein ganz großartiges Wasserballspiel in Darmstadt beim Schlossgrabenfest mit Totalausfall auf der Bühne und also wirklich unfassbaren Bildern und trotzdem extrem gute Laune an Posaunen. Ja, alle, die noch Bilder davon haben, mal einschicken. Also da haben wir nämlich dann auch in dem Fall noch was davon. Meine Bilder haben wir noch nicht gesehen davon. Nee, ich habe nur die Bilder im Kopf, wie ich nach links gucke und nur noch so Leute ums Pult rumrennen. Das hat sich ja diese Wasserblase über dieses, über so ein Pult gebildet und dann ist sie so. Und eben guckst du noch hin, ist heile Welt, dann guckst du ja nach vorne und denkst, kann doch nicht sein. Dann hört sich an, Leute so. Nein! Dann warst du ganz ruhig. Obwohl, wir haben tapfer weitergespielt, ja, ein bisschen noch und zu passen zu, ich liebe das Leben, weil man spiele, zack, war der Strom wieder da. Ach, wo sie hat sogar eine Schlechtwetter-Setlist. Nee, haben wir nicht. Ey, das ist aber mal eine Idee, das ist eine ganz lange Form. Macht ihr überhaupt jetzt in der Sommerzeit viel Variationen mit Setlist? Müssen wir ja. Wir spielen ja nicht immer gleich lang. Also wir spielen heute ein ganzes Set, oder ähnlich wie es unter der Common Club Tour war. Aber wir sind ja quasi durch auch die unterschiedlichen Spielzeiten dazu gezwungen, uns sozusagen auch dem Set dann zu bewegen. Was ich falsch finde. Es war sogar sehr, sehr spannend, weil die Common Club Tour Setlist eine super tolle, ausgereifte Stimmung hatten. Einen ganz, ganz tollen Dramaturgiebogen, in dem wir uns einfach richtig wohlfühlen. Und wir haben festgestellt, wenn wir uns in der Setlist blind bewegen, also keiner guckt mehr auf den Zettel, dann ist das ruhig was man wiederholen sollte, auch für uns. Also weil auch wir sind manchmal so, kann man das jetzt nochmal spielen? Wir sind dann selber sehr schnell gelangweilt oder wollen eine Abwechslung und müssen uns dann eher mal, bei mir ist es so, eher mich daran erinnern, ey, es war eine Hammer-Setlist, es ist ein sehr gutes Gefühl. Warum denn dieses gute Gefühl nicht wieder kreieren? Das ist erstmal interessant, wenn du plötzlich denkst, wie kriegen wir denn aber 2 Stunden jetzt in einer Stunde hin? Also mit einer ähnlichen Intensität. Und wir sind, gut. Wir haben ein neues Intro geschrieben für den Sommer. Wir spielen ein Lied wie Machtspiele. Wir spielen. Also, ja, das ist einfach. Ich finde, wir haben eine gute, sehr, sehr gute Mischung für uns gefunden. Das Intro ist richtig neu geschrieben. Das ist was, was man noch nie vorher irgendwo gehört oder zu kaufen gehabt hat. Das gibt es so nicht. Das gibt es sozusagen nur. Diesen Sommer. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, Ingo hat in einem Interview erzählt, dass ihr gerade etwas mehr Lust habt, Rocklieder zu spielen. Ist es gerade tatsächlich so eine Stimmung bei euch und im Jahr, wisst ihr, wo sie herkommt? Sommerfestival, wohl das Gefühl von Lebensfreude an frischer Luft zu sein und wirklich so diese Zeit zu nutzen und dieses, es ist so ein irgendwie irgendwo ist so ein Druck gerade da, so ein Lebensgefühl, es muss raus, es will raus und wie kann man es am besten machen? Strom getan.
Genau. Eine Band mit vielen Facetten, aber eigentlich, wenn die Zeit komprimiert und knapp ist, dann doch lieber so, als dass wir das nur mit ruhigen Stücken bestücken. Ihr habt demnächst in Essen ja ein Theater, einen Auftritt, wo er so schön bespult ist. Was wird das für ein Set? Das ist auch nicht. Mit verteilten Rollen wird da gesprochen auf der Bühne. Wir haben aber beschlossen, wir werden ein normales, richtiges Mia-Konzert draus machen. Und ich glaube, die Räumlichkeit und diese andere Optik, die da gegeben ist, wird schon für sich sprechen und das andersartig gut machen. Das haben wir ja auch im Grunde genommen oft genug bei Radiokonzerten erlebt. Das sind ja dann auch oft solche Räume, die einem so ein Gefühl geben, wie da darf man ja gar nicht aufstehen. Was habe ich gelernt von meiner Trapezlehrerin? Wenn nach dem Stück Ruhe herrscht und keiner klatscht, dann ist es gut. Weil dann ist es so, alle klatschen, stimmt. Als man die Spannung hat. Oder es ist, weil der Notarzt unterwegs ist. Aber das ist keine Stille. Auch im ersten Moment schon. Ist jetzt nicht auch so eine Phase, wo man schon die Ideen fürs nächste Album sammelt? Ja, könnt ihr mir eigentlich sagen jetzt, oder? Ja. Also ja, aber wir gehen ab September für ein Jahr in Break, eine Pause. Also ein Jahr lang gar nichts, auch keine Konzerte? Genau, also vor allen Dingen keine Konzerte. Das heißt, wer Mia nochmal sehen will, der soll den Sommer nutzen. So gibt es jetzt, so gibt es das letzte Mal. Und was jeder von uns mit dem Jahr anfängt, das ist, glaube ich, noch, das wird dann ein großes Feierabendgespräch jeweils sein. Genau. Ich denke, dich heute Abend nochmal zu befragen. Ich glaube, wir sind einfach so, es ist noch nicht so lange, dass wir das beschlossen haben. Aber eben auch im Hinblick auf ein nächstes Mia-Album und auf das, was wir von uns auch erwarten und uns auch hoffen. Und haben wir uns gesagt, wir wollen uns mehr Zeit nehmen für die nächste Platte. Wir haben jetzt in 7 Jahren 4 Alben gemacht, die dazugehörigen Touren absolviert, die Festivalsommer. Jetzt holen wir sozusagen ein Jahr Luft. Und wenn man so viel Luft holt, hat man auch wieder viel längeren Atem. Genau. Da hat man möglicherweise mehr zu sagen. Und dann immer so. Was hört ihr im Moment für Musik? Die neue The Gossip habe ich mir heute runtergeladen. Finde ich gut. Also es gibt erst die Single, Album irgendwann später. Finde ich gut, will ich mir auf dem Welt angucken. Gehe ich privat auf ein Festival. Cool. Schon ganz aufgeregt. Was zieht man da an und so? Ja, sonst hakt so ein bisschen. Die neue Rollstuhl ist ganz toll. Und ein paar Sachen von Grizzly Bear. Ach, hab ich noch nicht gehört. Auch schön. Das apropos, Muse bringt im Herbst ein neues Album raus. Nein, ich schon erwähnt. Ruhe macht Muse. Also. Und Emiliana Torini kann man auf jeden Fall praktisch auch anhören. Mein Herr, wie ist ein Juggernaut? Ja, gut, okay, das ist ein Lied von mir. Das ist so ein geiler Song. Ich habe den letzten Fernsehen gesehen, Silke und ich saßen da, haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Wir haben uns echt gefreut. Ich bin leider sonst enttäuscht, weil ich habe mir die alten Alben nachgekauft. Dieses Blaue, das ist großartig, zum Fall, finde ich. Ja, ja, aber sie ist echt. Vertraut. Da muss man ja munter sein, damit man nicht. Ja, aber es ist doch so ein Total. Vertraut. Weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, aber die ist nicht so verspielt, dieses. Naja, egal. Aber wir sind auch immer offen für Musik-Input, ne? Wenn du jetzt mal eine Misch-CD machen willst mit den heißesten Under-Tracks. Das finde ich doch keine schlechte Idee. Das sagen wir doch direkt an euch. Warum schlagt ihr nicht Tracks vor, die wir auf einem Mix-Album für Familie Mia machen sollen? Dann schickt mir am besten so 2 CDs zusammen mit euren Vorschlägen. Es müssen echte Bands sein. Okay, wenn ihr eine eigene Band habt und sagt, das ist jetzt der super Track, dann von mir aus machen wir da vielleicht auch 1, 2 drauf. Ja. Und wir nehmen nur die Songs, die meisten Übereinstimmungen haben? Genau. Das Computerprogramm. Die Most Wanted, Wanted. Okay, das finde ich gut. Ja. Gut, ich finde es total. Musikinput total toll. Und ihr müsst wollen, dass die Band ihr dieses jetzt hört, um genau, in der Pause, also, um damit dann aus der Pause zu kommen und zu sagen, ja. Und zu sagen, das war mein Einfluss, ich höre es. Ja. Genau. Leute, lad ein. Wiedersehen.